Und hier ist Martina. Martina ist 26. Hallo Martina. Hallo. Martina, um was geht's bei dir? Also bei mir geht es darum, dass ich schon über 20 Jahre Fingernägel abkauen, grob und auch meine Fußnägel. Und die Fußnägel auch? Ja. Wie geht denn sowas? Da bist du aber sehr gelenkig. Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich schaffe das, dass ich wirklich mit meinem Fuß in den Mund reinkomme, also an die Zehe rein kann. Ich hoffe, dass die Füße halt immer schön gewaschen sind vorher. Ja, natürlich. Ja, aber das ist wirklich extrem. Also das ist, geht bei mir, dass ich blut und ich ziehe mir auch die Nagelhaut weg. Also das ist. Fangen wir mal mit den Fingernägeln an. Wenn ich die jetzt angucken könnte, deine Fingernägel, beschreib mir die mal, wie die aussehen. Also der Ringfinger, da ist fast gar nichts mehr am Nagel da. Wie gar nichts mehr? Das gesamte Nagelbett ist weggekaut. Das Nagelbett sieht man gar nicht mehr bei mir. Ach so. Das ist weg. Das sieht man am Daumen, an meine Daumen sieht man es noch, aber ansonsten gar nicht mehr. Ja. Also da ist fast gar keiner. Also der Ringfinger ist der am schlimmsten Betroffene. Ja, also der ist am kürzesten von allen, wenn ich dir jetzt so angucke. Ja. Und die anderen sind dann so halb noch da. Ja, halb, aber also die gehen gar nicht über die Kuppe, gehen die gar nicht bei mir zum Beispiel. Ja. Also da ist Haut nur, also kein Nagel mehr. Ja. Und die Füße, wie sehen die aus? Die sind genauso. Die sind ganz auch ab. Also ich habe ja auch schon, dass der Nagel so abgekarrt, dass die Wurzel vom großen Zeh zum Beispiel mir in die Haut reingewachsen ist. So arg war das schon. Wann machst du das denn mit den Füßen? Wann knabberst du die Fußnägel ab? Oh Gott, wann mache ich das, wenn mir langweilig ist? Also ich mache das jetzt nicht so von meiner Mutter. Also ich wohne noch zu Hause oder so mache ich das nicht, wenn ich halt allein bin oder so. Wenn ich in der Badewanne sitze oder so, mache ich das als. Ja, weil tagsüber hat man ja Strümpfe an oder vielleicht auch noch Schuhe. Genau. Da kommt man da ja gar nicht so zu und man kommt auch nicht daran. Nee, aber an die Fingernägel immer. Habe ich jetzt heute auch schon sehr oft gemacht und eben auch gerade noch. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn du das machst? Ja, in dem Moment merke ich das. Also ich finde, das merke ich selber so gar nicht mehr. Aber ich meine, spätestens wenn es weh tut und wenn es blutet, merke ich es schon. Ja. Also das ist ja extrem. Wenn du es getan hast, ist das ein Gefühl der Erleichterung für dich im ersten Moment? Eine Entspannung? Ich schon. Also mir tut das jetzt, also ich kenne es ja nicht anders. Ich habe ja noch nie Nägel gehabt, überhaupt nur mal künstliche Nägel. Ja. Aber so... Ich kenne mich gar nicht anders, dass ich kann nicht irgendwie mal da sitze und nicht an meine Fingernägel rummache. Das ist für mich irgendwie ganz normal, das gehört für mich dazu. Was wäre denn, wenn du das nicht tätest? Also zum Beispiel, wenn du Besuch hast oder so, wirst du es ja nicht machen. Ich kann das. Wenn wir am Tisch zum Beispiel sitzen, gehe ich mit meinen Händen unter den Tisch und dann kubbel ich mit meinen Fingern rum. Also ach so, dann knüppelst du mit den Fingern rum. Ja, also was wäre, wenn du es nicht machen würdest? Wenn man dir die Finger fest, wir spinnen mal so. Ich habe es jetzt mal zweimal geschafft. 4 Wochen war mein längstes, wo ich wirklich nicht gekruppt habe. 4 Wochen? Gekaut. 4 Wochen ist natürlich schon eine ganze Weile dann. Ja, aber das ist dann so, ich fange dann trotzdem, wo ich mich ertappt habe, dann immer müssen dann die Nägel so sauber sein, dann habe ich mit der Nagelschere oder mit der Pfeile immer schön drunter gefahren. Ja. Und wenn die dann wirklich über der Kuppe mal waren, also die wachsen auch schnell, das muss man schon dazu sagen, ja. Aber dann fange ich auch an, die umzubiegen. Dann geht ja der Nagel auch wieder weg. Das klingt aber unangenehm. Auch das Umbiegen, das ist ja, das tut ja nicht weh, aber es ist irgendwie ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn man einen Nagel umbiegt. Ja klar, aber ich weiß nicht, was das ist. Das ist halt die keine Ahnung. Das ist schon immer bei mir. Also das ist auch extrem. Ich habe schon so viel probiert. Bemerkst du denn, dass du, wenn du beispielsweise wenn du sehr angespannt bist oder Stresssituationen hast, dass du dann besonders viel kaust? Ja, also auf jeden Fall würde ich schon sagen. Ich meine, ich glaube, es gibt jetzt keinen Tag, dass ich jetzt nicht kau oder grob. Das ist ja immer eigentlich. Ich kriege immer irgendwie einen Nagel weg. Obwohl eigentlich ja schon gar keine mehr da sind. Aber schön sieht es ja auch nicht aus. Nee. Was machst du vom Beruf? Ich bin Arzthelferin, aber im Moment bin ich leider arbeitslos. Aber das war in meiner Zeit, wo ich gearbeitet habe, genauso. Ich habe das auch nicht lassen können. Also Das ist natürlich ein bisschen unangenehm, wenn du mit dem Patienten zu tun hast. In was für eine Praxis hast du gearbeitet? In der Kinderarztpraxis. Kinderarztpraxis, okay. Also die Hände waren immer zu in Aktion und wenn man dann so die Hände sah, hast du dich wahrscheinlich auch geschämt, ne? Ja, natürlich. Das ist ja jetzt auch noch so. Ich meine, ich finde es ja selber ekelhaft. Ich finde es ja selber nicht schön, wie die Nägel aussehen. Das ist ja gar keine Frage. Hast du einen Freund? Nee, im Moment nicht. Aber du hattest sicher schon mal einen Freund. Ja. Wie ist der denn damit umgegangen? Ja gut, das ist dann nicht, also normal. Also meine Schwägerin zum Beispiel, die macht das ja auch und die ist ja auch verheiratet und hat einen Mann gefunden. Und der hat sich nicht weiter darum gekümmert, dein Freund? Mein Bruder macht das nichts aus. Na, dein Bruder nicht, aber dein Freund? Nö, also ich finde... Den du hattest?
Nee, das ist ja, denke ich, er kommt ja auch nicht nur auf die Nägel an. Natürlich nicht, nein, nein. Aber es nein, könnte ja sein, dass einer da, ich meine, dieses Kauen an den Fußnägel ist ja schon ein bisschen, da würden manche sagen, ist ja ekelhaft. Das ist ja auch so. Ich meine, für mich ist es ja auch nicht. Jetzt Hand aufs Herz, wirklich erstmal Hand aufs Herz. Wenn du das machst, wäschst du dir immer vorher die Füße? Hand aufs Herz. Also ich mache es meistens wirklich nach dem Baden. Also so jetzt, dass ich jetzt hier sitze wird und jetzt, wo ich den ganzen Tag oder überhaupt Strümpfe anhab, dass ich jetzt da wirklich mal Füße in den Mund mache, das mache ich nicht. Das machst du. Also das ist dann schon eklig. Ja. So, jetzt hast du mir gerade gesagt, dass du 20 Jahre damit dich rumschlägst. Ja, über 20. Das heißt, als kleines Kind hast du damit angefangen? Ich kenne mich gar nicht anders. Denn meine Mutter hat auch schon immer gesagt, sie hat mir noch nie meine Fingernägel und so schneiden müssen. Noch nie. Hat denn die Mutter früher mal, als du Kind warst, irgendetwas mit dir unternommen diesbezüglich? Ja, viel. Also mir habe auch so, es gibt ja so Mittel, wo man sich drauf macht, dass man, wenn man in den Mund kommt, dass das ganz arg bitter schmeckt, ja, haben wir gemacht. Ja. Das, dann habe ich ja gekruppt, dann bringt das ja auch nichts. Du sagst nur so ein komisches Wort, gekruppt? Ja, das ist das, wenn man mit, ich kann das mit den Nägeln zum Beispiel, das muss man sich so vorstellen, den Mittelfinger kann ich an der Daumen und kann da auch kruppen, an der gleichen Hand. Das Was heißt kruppen? Wenn man das mit dem Finger macht. Ach so, also, wenn man das mit dem Finger macht, ach so. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, was es da für ein Wort gibt. Aber wir haben es verstanden jetzt. Also das, dann habe ich halt, wie gesagt, gekruppt und dann waren wir auch schon beim Arzt und der hat damals gemeint, also man kann höchstens, es gibt eine Methode, wo man so Nadeln unter die Nägel macht. Mhm. Aber ich meine, das ist ein bisschen arg, das war in meiner Schulzeit noch, also das ist schon auch. Wie ist das denn überhaupt? Du hast gerade gesagt, du hättest mal künstliche Nägel gehabt. Mhm. Die hast du dir aufgeklebt. Ja. Dann kannst du noch nichts machen. Das oder knibbelst du die auch ab? Nee, das wiederum nicht. Aber was ich dann gern mache, ich spiele mit den Nägeln. Wenn man ja dann zum Beispiel drunter fährt, unter den anderen Nagel, dann zieht er ja Luft und geht ab. Ah, verstehe. Oder am Ringfinger hebt er bei mir ja zum Beispiel auch gar nicht, weil ich ja da keine Auflagefläche habe. Wann warst du das letzte Mal bei einem Fachmann diesbezüglich? Oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr. Das ist eigentlich schon bestimmt ganz lange her. Ja. Also ich finde, dass man da was unternehmen sollte. Ja, ich finde auch, weil es ist ja wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm, wie du es gerade beschrieben hast. Das sieht nicht schön aus und es ist ja auch irgendwo peinlich. Erstens, das sind vor alle Dinge. Ich meine, das ist ja auch entzündet dann, wenn es richtig arg ist. Ja, das ist dann ja auch, dann sind Schmerze, wenn ich wirklich richtig reinreiße. Und Schmerze, ja. Also, soweit ich informiert bin, gibt es durchaus Methoden, verhaltenstherapeutische Methoden, dass man das abtrainieren kann. Weil du bist nicht die Einzige. Es gibt so viele Menschen, die das haben. Ja. Sehr viele prominente Menschen haben das auch übrigens. Echt? Das wusste ich jetzt auch nicht. Ja, sehr viele. Sehr viele Stars, auch sehr viele Schauspieler und Sänger. Es gibt Hilfe. Das, was man machen könnte, oder wie diese Verhaltenstherapien aussehen, wohin man sich ja wendet und so weiter, das würde dir meine Psychologin jetzt erklären. Mhm. Ja? Ja. Da musst du was unternehmen. Ja, finde ich denke auch, nach so langer Zeit wird es wirklich mal was Natürlich. Zu machen. Ja. Genau, dass du dann irgendwann in absehbarer Zeit ein neues Leben beginnst, ohne Kauen. Ja. Ohne Nägel kauen, ohne Kruppen, genau. Oder wie du sagst. Ja, genau. Liebe Martina, du legst bitte auf und wirst von Anja, meiner Psychologin, zurückgerufen. Ja, ich wollte dann fragen, ob ich noch ein Autogramm haben kann. Sehr gerne, dann sagst du Anja deine Anschrift. Mhm. Und ich wünsche dir noch ein schönes, frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Sehr nett, wünsche ich dir auch, von Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Tschüss.